Und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf der Plenarsaalebene des Deutschen Bundestages, wo gleich um 9 erstmal Bundestagspräsident Lammert noch Worte des Gedenkens an Altkanzler Helmut Kohl finden wird. Und danach ein großes, ein wichtiges Thema in abschließender, in zweiter und dritter Lesung. Es geht um die Reform der Ausbildungswege für Pflegeberufe oder wie es auch heißt, das Pflegeberufe-Reformgesetz. Ganz kurz was zum Hintergrund. Rund 3 Millionen Pflegebedürftige gibt es derzeit in der Bundesrepublik. Bis 2030, so schätzt man, wird 500.000 dazukommen. Und es gibt 1,2 Millionen ungefähr Beschäftigte in der Pflege. Und auch da sagt man bis 2030 mutmaßlich einen Bedarf von bis zu ebenfalls 500.000. Es gibt also durchaus was zu tun. Der Beruf muss attraktiv gehalten werden. Der attraktiv muss auch spezieller werden, weil die Anforderungen spezieller werden, auch weil wir alle älter werden. Und auch von daher einiges in Gang gebracht werden muss, um weiterhin so viele Pflegekräfte zu haben und nicht in einen Pflegekräftemangel zu kommen. Trotzdem sind viele Fragen offen rund um dieses Gesetz, meinen jedenfalls die einen und anderen Kritiker bei dieser Angelegenheit. Es gibt also durchaus noch einiges zu besprechen und ich freue mich, dass heute Morgen bei uns sind Elisabeth Scharfenberg, die Alten- und pflegepolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Grüne. Guten Morgen Ihnen. Und Georg Nüsslein ist da, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion und federführend bei diesem Thema in der Unionsfraktion. Gemeinsam in der Koalition hat das ausgeheckt, wenn ich es mal so formulieren darf, mit dem Abgeordneten Lauterbach aus der SPD-Fraktion. Ich fange ausnahmsweise mal mit Ihnen an, Herr Nüsslein, und nicht mit der Kollegin. Es hat relativ lange Diskussionen gegeben. Die erste Lesung war im März 2016, ein sehr, sehr langer Weg. Was hat er gebracht aus Ihrer Sicht? Also wir haben damals gemerkt bei der Anhörung, dass die Fachwelt tief gespalten ist. Und wir haben deshalb uns überlegt, wie man denn diesen Graben zuschütten kann. Ich glaube, dass es gelungen ist, auf der einen Seite zu sagen, wir führen die Generalistik ein. Und zwar nicht von oben, sondern durch Entscheidung der Auszubildenden. Und wir machen es auf der anderen Seite so, dass die Berufsbilder der Alten- und der Kinderkrankenpflege erhalten bleiben. Das ist ganz wichtig. Da geht es auch um Selbstbewusstsein, aber es geht auch darum, die Hauptschüler in diesem System zu halten. Auch das ist ein Anliegen. Ob das gelingt, muss ich jetzt gleich sagen an der Stelle, werden wir erst in der nächsten Legislatur sehen. Denn der nächste Deutsche Bundestag wird die Lerninhalte festlegen. Dazu gibt es momentan nur eine Verordnungsermächtigung für das Gesundheitsministerium. Und das muss mit Leben gefüllt werden. Und das wird dann auch so kommen, denke ich. Bevor ich Frau Scharfenberg dazu frage, was sie davon hält, von dem Ganzen, muss ich eine Nachfrage stellen. Sie haben das Stichwort Generalistik verwendet. Vielleicht können Sie in ein, zwei Sätzen unseren Zuschauern sagen, was damit gemeint ist. Also das ist der Unterschied zu einer Spezialisierung, wo man dann gezielt Altenpflege oder beispielsweise Kinderkrankenpflege gelernt hat, ist die Generalistik der breite Ansatz, sich in allen Feldern ausbilden zu lassen und eben mit einer entsprechenden Breite an Ausbildung anzutreten. Gut, haben wir das geklärt und erklärt, Frau Scharfenberg. Vor- und Nachteile gibt es mit Sicherheit bei diesem ganzen Verfahren. Was überwiegt aus Ihrer Sicht? Was ist Ihre Bewertung dieses Gesetzes, das heute verabschiedet werden wird? Also zuerst war natürlich der Werdegang dieses Gesetzes ein ganz, ganz großes Problem. Wir haben da unglaublich lange dran rumdiskutiert und dran rumgestritten. Es ist richtig, was der Kollege Nüsslein sagt. Die Fachwelt hat gezeigt, dass der generalistische Ansatz, der erste Gesetzentwurf, nicht das Gelbe vom Ei war. Da gab es viel Kritik. Und insgesamt ist die Landschaft sowieso sehr zerrissen. Es gibt die Gegner der Generalistik und es gibt die Befürworter der Generalistik. Unterm Strich ist die ganze Geschichte leider zu einem Glaubenskrieg mutiert. Was jetzt rausgekommen ist dabei, ja, das ist die eierlegende Wollmilchsau. Und am Ende des Tages ist es leider so, dass alle unglücklich sind. Also wir haben eigentlich jetzt keine Zufriedenen mehr, weil jeder sich nicht mehr gesehen sieht. Die Befürworter der Generalistik, die sagen, das ist so verwässert und so zur Unkenntlichkeit verformt, dass wir uns gar nicht wiederfinden. Und die Befürworter der Alten- und Kinderkrankenpflegeerhaltung, die sagen, na, in 6 Jahren werden wir eh geschluckt. Was ist das eigentlich, was hier passiert? Da schüttelt Georg Nüsslein schon mal den Kopf, aber bevor ich Sie nachfrage, warum Sie da jetzt den Kopf geschüttelt haben, noch mal eine Nachfrage, weil Frau Scharfenberg sagt, alle sind unglücklich. Erstmal die Frage an Sie, wie unglücklich sind denn eigentlich Sie? Und gleich hinten dran die Frage, wenn es doch so eine komplizierte Angelegenheit ist, warum beispielsweise haben Sie dann im Verfahren in den letzten Wochen und Monaten auf eine Anhörung verzichtet, wie es die Grünen beispielsweise noch mal gefordert haben? Man hätte ja da noch mal die Fachleute mit ins Boot nehmen können, man hätte sich ja Anregungen und Informationen durchaus noch mal genauer anhören können.
Also erstens, wir haben eine Anhörung gemacht, das habe ich bereits erwähnt. Und alles, was wir geändert haben, basiert auf der, wir haben ein gutes Gedächtnis. Das heißt, wir können uns erinnern an das, was damals kritisiert wurde, haben darauf reagiert und haben entsprechende Änderungen gemacht. Insofern war es nicht notwendig, das nochmal zu tun. Man muss dann nicht kritisieren, wenn mal ein Verfahren lang geht, wird kritisiert, es geht lange. Wenn man es kurz und schlank machen, wird kritisiert, es geht schnell und zu schnell. Also es ist halt so, wie es ist an der Stelle. Wir sind jetzt zu einem Ergebnis gekommen. Ich halte es Ergebnis für eines, das in der Tat, wie es die Kollegin beschreibt, einen Kompromiss darstellt. Da muss man sich dann selber überlegen, wie man sich an der Stelle tatsächlich wiederfindet. Was definitiv nicht stimmt, ist die Sorge, dass das in 6 Jahren kassiert wird, sondern es steht nur drin, dass im Jahr 2026 dieses Thema evaluiert wird, dass es dann einen Bericht an den Deutschen Bundestag geben wird. Und es steht mit keiner Silbe drin, wie der Deutsche Bundestag entscheiden wird, sondern ich gehe jetzt sehr stark davon aus, dass auch der nächste oder übernächste Deutsche Bundestag dann sich orientieren wird an dem, was die Auszubildenden entscheiden und was der Arbeitsmarkt entscheidet. Auf die beiden kommt es nämlich an der Stelle ganz entscheidend an. Und davon gehe ich aus, dass wenn man zeigt, dass die Spezialisierung sich gegenüber der Generalistik durchsetzt, was übrigens meine Überzeugung ist, ja, dass das dann auch so bleiben wird. Dem muss ich leider widersprechen, denn es steht ja im Gesetz drin, dass in 6 Jahren eben evaluiert wird. Und wenn mehr als 50% sich für den generalistischen Weg entschieden haben, dann wird die Generalistik eingeschlagen. Und die Zahlen allein geben es schon her. Ich bin sehr gespannt. Also letztendlich, da bitte auch ich Sie, das nochmal wirklich, es wird so argumentiert von Ihren Kolleginnen und Kollegen, und ich halte das für sehr kritisch, wenn die Quantität und nicht die Qualität eine Rolle spielt, weil ich glaube, wir müssen sehen, wie gut ist Pflege und nicht wie viele machen welchen Ausbildungsweg. Bin ich bei Ihnen, ich greife das nachher in der Plenardebatte auf und sage es nur mal explizit, wie es gemeint ist, weil wir da eigentlich nicht auseinanderliegen. Das ist gut. Der Bundesverband Lehrende in der Gesundheits- und Lehrende in den Gesundheits- und Sozialberufen, der sagt, dass er ein Chaos in der Pflegeausbildung erwartet. Können Sie das nachvollziehen? Ich kann das total nachvollziehen. Wir haben im Moment jetzt keine Klärung, sondern wir haben eine Unsicherheit. Und keiner weiß, wohin wirklich die Reise geht. Das heißt, die Schulen können sich im Moment nicht richtig orientieren, denn sie müssen ja alle Ausbildungswege im Moment offen halten. Wie das enden wird, ist eine große Frage, was mit den Lehrenden sein wird, wie die Auszubildenden sich entscheiden werden, wie das mit den Praktikumsplätzen sind. Haben wir überhaupt genug Praktikumsplätze? Also da sind noch ganz, ganz viele ungedeckte Schecks dabei. Und ich kann diese Befürchtung absolut nachvollziehen. Und man hätte das auch entkräften können, indem man diese Anhörung noch gemacht hätte. Da hätte man solche offenen Fragen einfach auch wirklich parieren können und klären können. Und das hat leider nicht stattgefunden. Deshalb bleiben ja diese Ängste im Moment auch bestehen. Die Argumentation dieses Verbandes ist unter anderem, dass die ursprünglich vorgesehene Konstruktion, ich muss es ablesen, eines einheitlichen Berufspflegebilds nach pflegewissenschaftlichen, pflegedidaktischen und international anerkannten Standards zunichte gemacht werde. Was ist Ihre Gegenrede? Oder wie wollen Sie das, wie wollen Sie argumentieren, dass es nicht so ist? Und das ist ja das, was die Kollegin Scharfenberg vorhin beschrieben hat. Es ist in der Tat die Fachwelt gespalten. Das scheint mir jetzt jemand zu sein, der pro Generalistik ist und deshalb so argumentiert. Vielfach waren da nur berufspolitische Argumente zu hören. Also wir wollen eine große breite Masse, um das zu vertreten. Das halte ich für falsch. Ich glaube, dass wir sehr wohl uns an der Praxis orientieren müssen. Es kommt nicht auf Wissenschaft und ähnliche Dinge in dem Zusammenhang an. Pflege ist in erster Linie natürlich Fachwissen, ganz klar, aber in der zweiten Linie dann auch insbesondere Empathie. Und deshalb meine ich, lassen Sie uns schauen, was die Praxis aus diesem Thema macht. Und ich glaube, dass das klappen wird. Und insbesondere geht es uns darum, dass die Hauptschüler in dem Bereich bleiben. Die so wissenschaftlich argumentieren, die würden ganz gerne eine Akademisierung anstreben, in eine ganz andere Richtung gehen. Ich sage Ihnen, wir müssen dafür Sorge tragen, dass auch die Hauptschüler, die in der Altenpflege eine entscheidende, ganz wichtige Rolle spielen, bei mir im Bundesland Bayern, 40% der Altenpflege, dass die eine Chance haben, fachlich sich fortzubilden und da hochqualifiziert und mit viel Empathie diesen Job zu machen. Trägt dieses Gesetz aus Ihrer Sicht dazu bei, dass dieses Berufsfeld, dass diese Berufsbereiche, diese verschiedenen Abschlüsse, auch die man machen kann, entweder diesen Beruf attraktiv halten oder attraktiver machen, weil der Bedarf wird ja wachsen?
Ja, das ist ein ganz großes Versprechen, mit dem dieses Gesetz antritt. Ich glaube, das trägt nicht und das hält auch nicht, weil da viel zu viele Aspekte drin sind. Es geht um die Bezahlung. Die Bezahlung wird nicht in der Ausbildung gemacht, das machen die Tarifpartner. Es geht um die Arbeitsbedingungen, die finden am Arbeitsplatz statt. Es geht um Familienfreundlichkeit, auch das findet am Arbeitsplatz statt. Es geht um viele Posten, die ein Gesetz nicht regeln kann, sondern die dann in der Tat vor Ort in der Arbeitswelt stattfinden. Und von daher ist es ein absolut ungedeckter Scheck. Woher, Herr Nüssler, nehmen Sie die Zuversicht, dass das diesen Berufsbereich attraktiver macht? Ich greife das auf, was die Kollegin gesagt hat. Das ist nicht nur die Ausbildung, die eine Rolle spielt, sondern auch das Drumherum. Wir haben in dieser Legislatur unglaublich viel für die Pflege und auch für die Leute getan, die diese harte Arbeit jeden Tag tun. Wir haben ein Pflegeprogramm im Bereich der Krankenhäuser aufgelegt. Wir haben die Entbürokratisierung im Bereich der Altenpflege vorangetrieben. Wir haben geregelt, dass Tariflöhne nicht mehr als unwirtschaftlich qualifiziert werden dürfen. Also auch etwas dafür getan, dass die Gehälter von der Regulierung her steigen können. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was die Tarifparteien an der Stelle machen. Das werden nicht wir, das wird nicht die Politik machen. Wir werden Untergrenzen in kritischen, sensiblen Pflegebereichen, Personaluntergrenzen definieren, zusammen mit der Selbstverwaltung. Also wir haben eine ganze Menge dafür getan, dass das Umfeld passt. Und der Schlussstein des Ganzen ist jetzt diese Pflegeausbildungsreform. Und in aller Ehre die Weitsicht der Kollegin. Aber beurteilen wird man das können, wenn man weiß, was die Inhalte dieser Ausbildung sind. Und das werden wir in der nächsten Legislatur tun. So. Eine kurze Anmerkung dürfen Sie noch machen. Ja, natürlich. Das ist eine Katastrophe, dass das erst der nächste Bundestag letztendlich weiß, was die Inhalte der Reform sein werden. Und das ist ein Riesenproblem, weil wir ein Überraschungsei abstimmen und ja gar nicht wissen, was auf uns zukommt. Und ich habe den Eindruck, wir werden das in absehbarer Zeit noch mal thematisieren müssen, in welcher Kombination auch immer und in welchem Zusammenhang auch immer. Erstmal vielen Dank, Frau Scharfenberg, dass Sie heute Morgen bei uns gewesen sind. Auch Ihnen, Herr Nüsslein, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind.